Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Der Herdgrim sagt, was eigentlich momentan ist. Deshalb bin ich jetzt nochmal hier auf dem Beshi. Der muss ja schnell gelevelt werden, damit ich auch ein bisschen heilen kann. Und es nicht immer steht, der Charakter ist aus Reichweite, weil ich ganz in der Nähe vom Feind bin. Also, Feind ist aus Reichweite. Nervenfeind sind, es gibt einfach sehr große Latenzprobleme. Das heißt, dass einfach das Spiel nicht checkt, dass ich eigentlich ja den Gegner vor mir habe oder das Spiel mir anzeigt, der Gegner ist vor mir, aber der Gegner ist weit weg, weil einfach die verschiedenen Pakete bei mir nicht ankommen oder sehr spät ankommen und deshalb ja es einfach Probleme macht. Kann ich halt einfach nicht so viel Warzone immer zeigen. Ich mache das ja schon ziemlich jeden Part. Aber ja, ihr seht, es ist eigentlich auch noch nicht so viel los. Also ich möchte gerne, dass eigentlich Aggersburg blau wird wieder. Wir wechseln gleich rüber. Aber ich möchte einfach noch zeigen, ich bin jetzt schon 38. Also es geht zwar nicht so schnell bei mir, weil ich sehr wenig Zeit finde zum Zocken, aber doch noch ziemlich schnell. Den Eisstab der Apokalypse kann ich in 6 Level tragen, dann geht es auch wieder ein bisschen schneller. Und Problem, mega schwarz. Das ist ein richtig dunkles Pferd und dunkle Kleidung. Ich glaube, blaue Haare hat das, sie ist so dunkelblaue Haare. Richtig geil. Dann habe ich ja, sehr viel Kleidung und so auf der Bank. Sehr viel Magnetstücke gefunden wieder. So habe ich Perlen. Weiß nicht, wieso ich Perlen mitnehme, weil sie so schön sind. Und wieso hat sie kein Gestein eingesammelt oder ist das gespawnt? Okay. Ja, ein paar Leute, die sind eigentlich ziemlich oft on. Also immer, wenn ich on bin, sind die auch on. Richtig toll. Dass viele Spiele richtig, ja, loyal zum Game sind, oder? Also so richtig loyal. Schon fast das Spiel lieben und es den ganzen Tag zocken, weil sie natürlich Angst haben von Corona. Jetzt hat er ja Angela Merkel Kontakt zu einem Arzt, der Corona hatte. Und jetzt ist natürlich auch bei der Regierung in Deutschland Shutdown. Jetzt müssen alle in Quarantäne. Ich muss nicht in die Quarantäne, aber bleibe in der Quarantäne, weil ich natürlich sehr auf die Krankheit achte, dass die nicht zu mir kommt, vor allem nicht zu meinem Vater kommt, der schwer krank ist und Risikopatient ist sozusagen. Da ganz oben auf dem Ding, okay. Ja, ich zeige wieder den tollsten Content, wir messen gleich rüber. Ja, der Beschwörer wird aber eben so unser, ja, wie soll ich sagen, Safer. Moment kurz. Ah, jetzt werde natürlich ich mit Katzen beliefert. Muss natürlich ein bisschen Liebe sein. Ein bisschen ablenken. Boah, gut. Also, wir wechseln gleich rüber. Ja, mitten in der Aufnahme muss der Drago natürlich Katzen streicheln und lieb haben. Sind ja so unnervige Wesen. Sie nerven nie. Ja. So, okay, fast noch ein Level. ja, Lootboxen öffnen, überall Lootboxen öffnen. Magnetstücke 2. Ja, jetzt habe ich 66, gut. Dann, ja, soll ich direkt wechseln oder soll ich euch noch ein bisschen auf die Folter spannen? Tisch, direkt wechseln. Ah, oh, diese schöne Aussicht. Zwei Höcker. Das ist der Vulkan, das ist der. Ne, das ist ein nicht davor. Das ist doch der Vulkan. Die hat keinen Start mehr.
Er muss leider noch warten auf Level 59. Kein Bock, irgendwie ihn weiterzumachen. Ja, er levelt zwar mega schnell, weil er so schnell geht, aber muss immer aussuchen, da habe ich keinen Bock. Und Warson bin ich natürlich noch aufgeschmissen. Okay, der ist jetzt mitten in der Pampa. Müssen wir leider auch noch mal kurz laufen. Ja, danke schön für die vielen Tipps. Also es werden jetzt in jedem Video von einem Deutschen und glaube ich noch einem Spanier auf Englisch Tipps gegeben. Also vielen lieben Dank. Ich muss kurz mal schauen, wer das war. Bin natürlich sehr gut vorbereitet. Das wisst ihr. Weil ich natürlich sehr viel Sport mache. Also vom Kremsey Ben Gurion, Dankeschön für die vielen Tipps und für die Interesse. Dann an ja, Quit, Pau und so für das Ding. Dimley Bean hat awesome geschrieben. Nuki hat schon lange nicht mehr geschrieben, aber er hat auch geschrieben, ist nur ein Monat her. Aber Dankeschön auch trotzdem für das vielen Desert Panther für das Abo. Und ja, ist auch schon wieder sicher einen Monat her. Aber es wird nicht mehr öffentlich, also viele sind nicht mehr öffentlich zu sehen. Ich mache das wieder öffentlich, dass wenn ihr abonniert, dass ich das auch sehe, wer das war. Gehen wir mal kurz ins Video. Weil, das möchte ich natürlich noch alles sagen, wer das war. So. On day. Playing on Ignis Level 30 ATM. Hope we meet in combat one day. And prefix. I would recommend you not using so much zoom, so you can see more of what surround you. And you'll see enemies sooner. I'm Prentix Alzius. Maybe we meet in Wieset on day. Also er hat geschrieben, dass wir nicht immer so viel Zoom benutzen sollen. Also wir sind manchmal so und so. Das ist bei mir einfach, also the thing is, I use Zoom for atmospheric, for Warzone. I use the maximum zoom. And every time I should use. But it's for atmospheric scenes. Science and echo. Echo is not is pretty cool, but not useless. it's not so good for tactical. For winner teams is not so good. But I can pick up stones. Okay, wieder auf Deutsch. Liebe auf Deutsch. Ich bin noch nicht so gut, aber ich habe so viel gelernt. Einfach durchs Zocken habe ich Englisch gelernt. Ich bin jetzt momentan Spanisch lernen. Und dafür habe ich nicht so viel Bock mehr auf Englisch lernen, weil ich so relativ besser kann. Also jetzt endlich auch mal weiß, welche Wörter in einem Satz richtig kommen und so hoffentlich bald. Ja, irgendwann mal in 100 Jahren. Aber ja, perfekt kann ich wahrscheinlich nie Englisch. Oh, ein Uzurit. Cool. Plus 15 Schaden. Oh. Sehr tolle Teile. Pretty cool. Chulu-Stab. Was ist denn das für ein Stab? Der hat irgendwie so einen mega Bogen. Also, das ist nicht nur so ein Krummstab. Mit der Cat Kanin trägt von Diablo 2 und also 1 und bis 3. Aber der hat einfach so einen Zocken. Und so Bubbles. Den möchte ich mal gerne sehen als wirklich als an einem Charakter. Wäre sicher mal zu engagieren, oder? Dann Alastair Langbogen, ja. Ich kann schon Spanisch, ich weiß schon, Arco Largo heißt Langbogen. Das weiß ich. Das ist einfach cool, wie gut ich kenne, aber ich könnte nicht Spanisch jetzt reden. Es ist einfach zu schwer, jetzt immer Sätze zu beten noch. Ja. Also, mal schauen, ob jetzt schon was los ist. Ich habe schon auch Bock, natürlich, euch
Video noch ein bisschen zu zeigen, wie ich kämpfe gegen andere Spieler, aber ja, wenn nicht so viel los ist, dann ist nicht so viel los. Sniper X, hallo! Einer der besten Kollegen gewesen bei Braces, aber dann hat er einfach nicht mehr so den Kontakt gehabt. Also wenn da schon ist. Ah, Planrec will chatten. Der Lausbub. Aus die Atzen hat der Clan. Klarstellung, okay, er will mehr klarstellen. Er wollte ja noch mit mir reden, das habe ich, glaube ich, noch vergessen. Dom Dios. Weil er natürlich sich ja heute beweisen will, also eben, ich sage nur meine Stellung, wie sich das so bei mir ankommt, oder? Die Probleme liegen eigentlich noch bei dir. Okay. Er macht wieder Witze. Schon klar. Er möchte Witze machen. Aber Leute, nicht immer so ernst. Das ist wirklich alles nur... Sollte eigentlich alles nur gespielt sein. So wie ihr zockt. Hoffentlich. Ja, ich kann nicht viel machen, also nochmal wissen. Ja. Leuten helfen. Mit Aura. Ich lese nachher natürlich. Ja, Geschwaffel. Ah, Mist. Ich will noch drin in der Wolke. Mist. Okay, lieber ein bisschen weggehen. Ich will einfach nur schnurren, wenn es geht. Geht das? Geht das? Komm, jetzt greif an. Mann, jetzt ist es schon wieder... Ich bin doch in Reichweite. Okay. Ich habe noch drei getroffen. Nur drei, aber gut. Ist mal oder wie ich Ja, wenn ihr euch stört. Aber ich empfehle. Ich bin der Doktor. Wenn ihr da ein Problem habt, aber gut, ja, Probleme sind Probleme, da stirbt einer nicht. Dann tun wir ihn nochmal anecken. Viele Ritter werden halt einfach gar nicht mehr angeschaut, oder? Die bleiben einfach stehen. Wie lange der einfach bleibt stehen. Weil er so mega tanky ist. Okay, jetzt haben wir ein bisschen EXP endlich mal bekommen. Hat auch mal jemand. Hör auf, so einen Dreck zu labern. Taste drauf gedrückt. Ja, sicher, diese Massenstunts, denn hey, ist ja niemand hier. Das ist alles Reichweitenangriff. Hey, hallo! Gott! Gott, diese Massenstunts. Jetzt helft doch! Alle hauen nur ab! Ach, shit, ich sterbe wieder fast. Oh. Er hat wieder das Gleiche gesagt. Wieder das Gleiche. Okay, mach ich weiter. Oh, da ist noch eine. Hey, den habe ich auch. Yeah. Okay, noch ein Hirte. Finden wir den auch. Schön, dass du es ins Video geschafft hast nochmal. Das ist nochmal so peinlich für dich. Aber das ist krass. Wer einfach nochmal schreibt, oder? Wenn ich
den Andeut habt, dass er auf mich losgeht, dass das Ding narzisstische Züge hat und ihr eventuell halt auch an einer psychischen Krankheit leiden könnt, dann ja, müsst ihr nicht versuchen, ständig euch ja da rauszuhalten oder so. Es ist halt einfach mal so. Sonst würdet ihr mich nicht attackieren. Also, was ist denn euer Problem? Dass ihr jetzt immer noch kommt und mich irgendwie da irgendwie leiten wollt oder sonst irgendwas. Ihr habt ja gesehen, was richtig ist und was falsch. Also, woran haltest du jetzt Plainrake noch? Hä? Ignorier's doch einfach. Wir haben einen Fehler gemacht und auf den Fehler müsst ihr zugehen, also ja, es akzeptieren. Aber euch immer rauszuwerfen aus dem oder so, bringt's ja nicht. Ich habe es jetzt extra auch wieder zugelassen, dass du noch eine Chance hast, das einzugestehen oder sonst irgendwas, aber du willst es nicht einzugestehen und deshalb muss ich es auch nicht. Ich muss auch nicht. Ja, sag doch nicht so etwas. Natürlich sage ich so etwas, weil ich ja auch sehe, dass es so ist. Ich bin eine öffentliche Person, ich darf das sagen. Da tue ich nicht einfach sagen, nö, ich nehme es zurück oder sonst irgendwas, sondern, hey Gott, muss das sein, dass die ganze Zeit auf mich gehen? Ja, die gehen immer auf mich. Aber wie alle sofort wieder gestorben sind. Oh, wie viele wieder auftauchen. Habe ich natürlich keine Chance, da wieder zurück. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Eisen ziehen sich immer viel zu schnell raus, zurück, oder? Und dass ich überhaupt nicht sehe und dann immer wieder gestunt werde, so vorgestunt werde, dass ich gar nicht keine Chance habe. Aber es sind wirklich zu viele Egen. Deshalb kann man da nichts machen. Aber ich wurde trotzdem gut geheilt. Bin einfach zu low level. Ja. Ach ja. Nee, weißt du, viele Menschen müssen einfach mal gestehen, dass sie halt einfach irgendwie die Sache nur noch schlimmer machen, wenn sie sich wehren. Auf irgendwelche Art und Weise, wie zum Beispiel Plainrake, dass er nicht will, dass er psychisch angeschaut wird. Aber lass dich doch mal einfach helfen, wenn du doch schon so narzisstisch tun musst. Das Leben ohne Narzissmus ist viel besser. Weil, was hast du davon, dich gut zu stellen? Was hast du davon, wenn du sozusagen besser bist, als du eigentlich sein willst, oder? Ja. Wieso schaust du denn so positiv, so, ja, so besonders lehrreich ins Leben? Damit meine ich einfach auch, ja, wieso willst du das Leben noch positiver machen? Scheinbar bist du ja, fühlst du dich ja gar nicht positiv, dann sagst du ja Regnung. Entfließt dich in eine Kampfwelt, oder? Es ist einfach, dass man. Oh Mann! Ich nerv mich wieder ständig wegen dem Game. Weil ich bin Let's Play. Ich spiele Regnum als Beruf sozusagen. Und dann werde ich angeschnürzt. Natürlich habe ich dann meine Einsichten. Aber sind die Einsichten falsch, wenn ich sage zu ihm, er sei narzisstisch? Ja. Ich habe es ja nicht gesagt. Also ich wusste gar nicht, was genau Narzissmus ist. Schon, aber ich wäre nie drauf gekommen, wenn ich nicht Kollegen hätte, die mir das gesagt hätten. Und dann habt ihr noch das Gefühl, ich müsste natürlich das alles auch wissen und alles Mögliche. Nö, ist es nicht. Die Sache ist einfach, dass ich mich nicht treten lasse. Und nicht das Gefühl habe, ich muss da irgendwie etwas zurückziehen oder sonst irgendwas. Aber ist einfach so. Yay, es regnet wieder Erfahrungspunkte. Cool. Ja, endlich sind die Eisen auch mal am Killen. Am Kille-Kille machen. Ich muss irgendwie mich hinstellen, wo ich nicht mit Stunts vollgepumpt werde.
Aber so muss ich natürlich auch ein bisschen den Leuten helfen. Okay, jetzt sind wir hier bei den drei Menschen-Community-Zeichen. Mal sehen, wie schnell das nach oben geht, aber gar nicht mehr so schnell. Wo viele eigentlich kommen. Ich muss unbedingt mal einen Stream machen, liebe Leute, aber ich habe immer das Gefühl, ich werde zu schnell wieder gelangweilt sein und das macht keinen Stream. Und ja, ich sterbe immer sofort. Kaum bin ich mal gestunt, sofort tot. Die Leute sind einfach zu gut schon. Sie haben es gute Ausrüstung. Keine Chance mehr. Also schon immer keine Chance gehabt. Aber so ist das Spiel. Also kann man nicht viel machen, außer noch mehr zocken und suchten, hä? Ja. Ach komm, ey. Bis man mal so unten ist, Neusius. Also Markusburg vor. Man muss schneller laufen können. Ich glaube, ich hole mir wirklich Boots, dass so eine Bewegungsgeschwindigkeit so langsam. Genug Geld habe ich ja. Genug Magneten auch. Ah, wie wir die nicht schießen können. So, jetzt. Jetzt aber. Kommt. Ihr schafft das. Ich will jetzt nicht der Vorderste sein. Den noch markieren. Wow, 20 Schaden. Ha, ich bin der Beste. Ich mach am meisten Schaden. Ha. Aber eben, mein Let's Play ist zur Unterhaltung da. Da muss nichts stimmen. Aber ich bin einer, der nicht lügt. Und nicht gerne lügt. Und auch nicht gerne, ja, irgendwie etwas arrogant oder sonst irgendwas sein muss, oder? Deshalb ist es mir eigentlich Schnuppe, ja, wie oft ich verliere, wie gut ich spiele und sonst Sache. Aber natürlich will ich für euch gut spielen. Nur eben, ihr seht, es ist extrem schwer, da überhaupt etwas richtig zu machen. Dann noch eben das Reden. Dann noch eben auch den Zeitdruck, den man halt immer wieder hat als Vollzeitsportler und so. Dass man nicht immer topfit. Und so weiter. Also am besten eben nicht gerade die Leute angreifen, die öffentlich sind, sondern die, wo eher ein bisschen verschlossen sind. Sonst bekommt ihr halt auch eher so ein bisschen den Eindruck, es ist eine zu große Mama, die ihr anpöbelt. Das ist einer, der sehr auf den schaut, dass er gut rüberkommt und sonst irgendwas. Oh, schön. Ganz viel Krähenfußopfer. Also, ich möchte nicht so nah dran sein. Wieder weiter weg. Ah, das ist so geil. Also, ich liebe eigentlich direkt und mega. Es gibt halt viel zu kritisieren, das ist klar. Aber eigentlich liebe ich es. Also es muss einfach weiter gepatcht werden und alles Mögliche. Und der ist einfach AFK. Naja, geh ich mal AFK. Ich werde ja nur sterben. Ich werde ja nur einmal gleichzeitig sterben. So, es gibt mir wieder ein paar Erfahrungsdinge. Einer am Boden. Oh, jetzt ist cool. Das will ich auch. Und das Event Wars Master Ding, das wird wahrscheinlich noch heute sein. Ja, das wird wahrscheinlich jetzt dann bald weggehen. Das ist eigentlich schon Sonntag. Du auch, du auch. Jetzt sind wieder viele weg. Bis das Suchspiel. Wo ist Walter? Wo ist Walter? Kommt jetzt. Aufstehen! Nein, rette mich, ja. Oh, der Ritter hat gerade Wirbel erwähnt eingesetzt. Oh. Sheet, sheesh. Heilen, heilen, heilen.
Atmen. Bitte nicht hier hin. Nein, sie kommen. Nein, 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 nein. So weit. Ab hier, sondern. War vorher schon online, aber jetzt wieder online. Okay. Ja, ich möchte unbedingt Beschi sein, wenn man schon sieht, wie viele Leute hier ausruhen. Da muss ich eigentlich schon fast Beschi sein. Aber einfach bis ich genügend Items habe, damit ich ja genug stark bin. Weil ich ja eher Solo-Self-Hunt spiele. Ich mag es überhaupt nicht, wenn ich da ganze Zeit handeln muss. Ich handle eigentlich gar nie gerne. Ich brauche immer die Preise, also wenn jemand ein Item sieht, kann ja mal einen Preis sagen, wie viel er bieten würde oder so. Und dann habe ich es leichter, aber ich habe jetzt ja noch nicht so viele Items, die ich euch zeigen kann. Wir können ja mal eine Handelsfolge machen, also eine Preisfolge, eine Folge, wo man einen Preis raussucht für ein paar Items. Und dann kann ich vielleicht auch ein bisschen mehr handeln. Könnte mir eigentlich gut helfen bei so etwas. Boah, der Kleine ist einfach nicht anvisierbar. Oh, shit. Kommt mal ein Wirbelwind. Ein Zyklone. Wie heißt das Spell vom Magier? Oder wie Wirbelwind ist das? Wirbelwind ist ja eigentlich beim Barbar. Jetzt weiß ich gar nicht, dass mein Hexenmeister ist ja das Spell. Wie der Wirbelwind, aber der heißt anders. Der ist irgendwie Luftschnitt oder sowas. Luftstoß, nein. Luftwirbel. So was. Auf jeden Fall müssen wir auch mal wieder Hexenmeister zucken. Sehe ich gerade, ich bin so was von schnell wieder, ja. Dankeschön. Wie kann eigentlich eine verstrickter Pfeil so weit schießen und ich so gering? Ich habe ja auch einen 30er Bogen, da habe ich 25 Bogen. Manchmal denke ich wirklich, die Spieler sind weit näher an mir, als man sieht. Nicht so nah dran, ist halt wenig da vorne. Ah, oh, Mist. Sie hauen immer sofort ab, damit ich nicht schießen kann. Okay, einen habe ich wieder markiert. I'm the marker. Ein kleiner Buntstift, der Markierungen macht. Naja. Boah, mega fette Schlacht. Was ist denn für Videodauer? 28, okay, ich muss leider aufhören. Nicht mehr als 30, YouTube hat immer Probleme mit Videos über 30. Dass das gar nicht verarbeitet wird und so weiter. Deshalb hat auch heute noch Sonntag. Das ist der 28. oder so. Ja, ja, sicher. Mann, diese Reichweite immer. Und denkt sich so, ja, ja, die cheaten alle. Unglaublich. Aber Stunzen hat immer auch am meisten Nerven. Oh, der ist so fast gestorben. Ich will einen haben. So. Einen haben wir markiert und den anderen. Ist keiner mehr, nur zwei gewesen? Okay. Ja. Also jetzt haben wir doch ein bisschen mehr als noch Ding. Aber es geht ewig, also. Ich finde, am Monster-Leveln geht viel schneller. Da habe ich das einfach so im Kopf, weil es auch ein bisschen besser geht, also weil es weniger zum Denken gibt. Also ich muss leider wieder weg. Ich möchte gerne auch ein bisschen weiter zocken, aber habe wenig Zeit. Also wir werden wahrscheinlich im nächsten Part halt immer noch bei diesen Community-Flecken sein. Aber gut, mit Beschi werde ich hoffentlich auch mehr streamen können. So. Ah ja, es regnet noch ein paar Erfahrungspunkte. Bleibe ich noch ein bisschen hier am besten oder so. Ja, ich muss mal kurz beenden. Bis dann. Tschüss.